meine Lieben, wir machen eine Knoblauchpizza. Und zwar, ich habe das Rezept gerade entdeckt und kann nicht wieder abwarten, natürlich nicht. Deswegen muss ich jetzt, wenn der Teig geht, nochmal kurz, obwohl ich gerade einkaufen war, ins Geschäft und was besorgen. Ist aber nicht schlimm, denn es zwingt mich ja keiner. Und zwar, jetzt machen wir erstmal den Teig. Und zwar habe ich jetzt hier 85 Milliliter lauwarmes Wasser drin. Einfach so, wie man, ich sage das immer, wie man entweder einem Baby die Flasche geben wird oder wenn man jetzt bei so Temperaturen sollte man in die Badewanne gehen. Da wird man sie mit Sicherheit nicht heiß machen, sondern so eine angenehme lauwarme Wärme. Einfach nicht über 30 Grad. Dann habe ich ein halbes Päckchen Trockenhefe reingegeben. Habe das jetzt ein paar Minuten, 5 bis 10 Minuten ein bisschen stehen lassen. Hier drin haben wir 150 Gramm Mehl und so ein halber Teelöffel Salz. Das geben wir jetzt hier mit dazu. Und dann gucken wir, dass wir einen schönen Teig hinbekommen. Und der muss natürlich dann erstmal ruhen. Und ich flitze dann schnell los. So, ich werde jetzt die Hand nehmen, weil ich einfach eine kleine Menge für die große Schüssel habe. Und sonst fleddert hier die ganzen kleinen Stückchen immer nur ans Ende, also an die Ecken. Ja, Ecken haben wir ja nicht bei einer runden Schüssel. Möp. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen nehme ich jetzt einfach die Hand. Wenn wir den fertig geknetet haben, kommt er einfach an einen warmen Ort, wird abgedeckt. Und dann soll er ruhen. Der muss auch nicht allzu lange ruhen. 20 Minuten, halbe Stunde. Was habe ich denn hier vorhin jetzt wieder in der Hand gehabt? Genau, aber schön erstmal verkneten. Man merkt auch schon, da passen die Mengen genau. Muss man nichts dazugeben von irgendwas. So, jetzt können wir weitermachen. Und zwar, das ist unser Belag. Und zwar einmal eine Kugel oder ein Päckchen, wie auch immer man dazu sagt, von Mozzarella. Und hier drin haben wir etwas Olivenöl. Ich habe jetzt vier Knoblauchzehen, etwas Chili, damit halt aufpassen, dass es nicht zu scharf wird oder man lässt es halt weg. Ein Teelöffel Oregano und etwas Salz. Und jetzt tue ich dann noch den Teig ausrollen. Der Ofen wird auf 275 Grad eingestellt zum Vorheizen, Ober- und Unterhitze. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das Ganze jetzt eigentlich fast mehr nur mit den Händen ausgerollt, anstatt mit dem Nudelholz. Also selbst wenn man kein Nudelholz hat, klappt das. Jetzt vermische ich mal unsere Knobi-Masse. Riecht das schon nach Knoblauch? Schmieren wir das mal schön damit ein. Wenn wir das haben, verteilen wir unseren Mozzarella. Und jetzt gebe ich noch ein paar Tupfer vom Öl hier auf den Mozzarella. Und dann heißt es schon ab in den Ofen. So, meine Lieben, so sieht jetzt die Pizza aus, zumindest ein Teil davon. Alles hat nicht drauf gepasst. Und zwar, bei mir war das Ganze jetzt 20 Minuten im Ofen. Ihr müsst natürlich gucken, wie das bei eurem Ofen ist. Denn ich weiß ja nicht, ob ihr alle 275 Grad habt, wie da die Öfen sind. Und, aber bei mir waren es wie gesagt 20 Minuten. Und jetzt probieren wir mal. Ein Traum. Also, mir fehlt nichts. Mir fehlt nichts. Deswegen, was soll ich mehr sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!